Was rufst du mich an, Alter? Ich bin doch hier. Hör mal zu kurz. Ja. Ich komme aus Gernhausen, 40 Minuten hergefahren. Ja und? Ja, hör doch zu. Boah, jetzt. Und du bist immer noch nicht draußen. Ja, ist so. Wenn ich sagen würde, Sonja, ich komme mit Dosen, du willst hier übernachten vor Tür, gell? Ja, mach das mal. Ja. Nein, nicht so. Warum drehst du so? Was machst du da? Ja, so, du Idiot. Nein, lass doch so, dann siehst du dich dort. Ach, du musst so gucken. Ja. Oh, die schreien, hier war die Zimbach. Engel, hol mal trinken, bitte. Ich bin weg, Sinn. Nimm mehr will die irgendwas. Flaws, and I'm gonna play Lotto. For what? Even I ain't gonna play the month. So you know when I'm the close ball, what's the force? Pull out my dick and take a piss on the floor. Jump in the whip, get them cats I wanted to get. Wie viel Uhr haben wir? 10 Uhr, was? Hallo, Lieblingsmensch. Kasim Sultani. Entschuldigen Sie bitte, hallo, gucken Sie mich bitte an. Warum haben Sie schlechte Laune? Wallah. Ich kann nicht trinken. Der gibt mir Dieselgas, Blamage. Sag mal. Keine Bock, Wallah, keine Lust, null Bock. Warum sind die alle so motiviert? Welche Land kochen die 10 Uhr abends? Gernhausen. Warabus, das zweimal war jetzt. Ich koche die ganze Zeit und dann schreibt Sonja koch. Sonja kann nicht mal Eier kochen. Halt die Fresse, Alter. Was hast du gesagt? Was willst du machen? Was will der kochen? Was ist sein Ziel? Er sagt, er kocht. Kasim, komm mal her. Ich habe ihn gefragt, was kocht. Er sagt, ich koche richtig. Nein, wir kochen und essen gemeinsam. Was möchten Sie heute für uns kochen? Ich mach normal Reis mit Hähnchen heute. Weißt du, ich bin 10 Uhr, ich hab keine Lust, Wallah, ich hab... Komm du auch mal her? Also ich bin dafür da, dass die heute beide zusammen... Ja, ich helf dir ein bisschen, wie letztes Mal, der hat nie geholfen, jetzt macht mal Kasse mein Gericht. Was hast du, wann hast du alleine gekocht, sag mir. Der hat dir doch auch sonst immer geholfen. Ja, so heißt also, wann hast du alleine gekocht? Hast du ein scheiß Problem oder was? Oder Busne. Was ist das, für was brauchst du? Für Salat. Ich brauche nicht ich mach Salat. Mal. Doch, wir sollen diesen Salat machen, das schmeckt. Wunderbar, ey. Diesmal scheiße, weißt du, ich kann essen. Können Sie eigentlich kochen? Ja, sicher. Was können Sie denn für Gerichte? Alter, Lasagne und ungarische Lasagne? Gerichte. Lasagne? Und wieder einmal wurde mein Leben durch ein Wunder gerettet. Es heißt Lasagne. Oh, der gibt Gas, Leute, der weiß, wie es funktioniert. Dieser Junge ist eine Maschine. Auf Arbeit, auf Kochen und im Training. Er kriegt Muskeln. Guck mal sein Gesicht, weil ich so sage. Was reißt? Sieh diese Uhrzeit, willst du was? Ich war sogar getrainieren heute. Man nennt mich in Fitnessstudio der Drache. Ach. Ich habe eine gut saubere Herz. Ich habe Respekt. Und was ist Leute, die dreckige Herz haben? Genau, zum Beispiel die Leute, die verarschen, die respektlos reden. Alles. Das Süßigkeit mag ich gar nichts. Ich bin sauer und ich esse auch sauer. Nimm mir aus dem Weg hier. Erstmal nimmt diese und dann die essen auch nicht. Ja, aber ich krank war letztens. Jetzt bist du gesund? Okay. Ich hab Bauchschmerzen. Dann Furz. Ey, Entschuldigung, haben Sie Paper? Paper. Ich will Joints drehen. Wo? Es fehlt noch. Echt? Nee. Warum sagst du mir das nicht? Du drückst den nicht umsonst in die Hand. Ich habe nur mit Amateuren zu tun. Manchmal drückst du mir die auch einfach in die Hand, dass ich sie halte. Dann ist die Linse zu. Sonja geht zu den strengsten Eltern der Welt. Aber du kackst noch da. Willst du reingehen? Nein, das geht nicht. Ich hab schon strenge Eltern der Welt. So, warum soll ich da hingehen? Kennst du die Serie? Ja, nochmal. Starke Mann, wir sollen mal Tüte tragen. Normalerweise tragen Frauen die Tüten. Nee. Klar. Männer nehmen die Tüten. Was kannst du machen? Kannst du mir sagen? Hä? Was kannst du machen? Was hast du geschafft in deinem Leben? Ich kann vieles machen, dass ich nicht mal weiß, was ich machen kann. Trinken, rauchen und feiern gehen kannst du machen. Das ist deine. Willst du einen reichen Mann heiraten und dann danach? Was von heiraten? Jeder hat eine Gigo. Was will ich jetzt? Wer will dich heiraten dann? Wer? Keiner, Schimmel machen. Zeige ich was. Wer kann kochen? Wer ist der Koch? Koydurum in Ibnessi. Komm, geh mal hinter alle. Wie frisch bist du? Badane verbusen, aber ganz nah.
Damen und Herren, wir sind jetzt in Kasims schöne 1 Quadratmeter Küche. Ja, ja. Aber die Leute lieben hier, weil hier Huzur gibt. Oder? Danke. Sonjas berühmter Salat darf nicht fehlen. Ja, Fati wollte es heute auch dabei haben. Deswegen wundert euch nicht, dass ich das so mache. Ja, ich kann auch nur 1-2 Salate. Denkt ihr, ich kann jetzt kochen und sein Vater oder was? Wie nennt sich dein Salat? Salakis, der beste Schafskäse der Welt. So, dann da. Du bist fett geworden. Nein. Wallah, du bist dick geworden. Geh mal nach hinten. Lass mal normal sein Bauch. Mach mal seitlich. Zieh nicht ein, ich sehe, du ziehst ein. Zieh nicht ein. Hey. Warum? Hä? Ich bin nicht fett, was laberst du? Wallah, die hat zugenommen. Sie ist schwanger. Was ist schwanger, Alter? Wer hat dich ge... Presse, wie redest du? Ja, was sagst du denn? Falle. Auf jeden Fall. Bruh. Ich hab ein TikTok gesehen, machen so und dann raus. Ja, geht nicht. Du musst das so reinhauen, seitlich. Ja, ja. Chefkoch. Na, Rotznase? Hä, wie? Ich weiß nicht. Was, Rotznase? Tschö! Lass die Mann, lädst du mal deine Follower ein und kochst für die? Willst du sowas bringen? Ja. Mit öffentlicher Ankündigung? Nein, nicht wir, das. Wir machen so einen Platz. Wir mieten irgendwas, also irgendwo in der Öffentlichkeit. Und dann laden wir sehr viele ein und Sonja kocht. Ja, guck mal, Leute, wenn du so in einem Restaurant arbeitest, ja, die Leute kommen, die bestellen Essen. Scheiße, die haben keine Zeit, 5-6 Stunden warten. Wenn sie ist weg, in halbe Stunde, guck mal, wie sieht aus. Ich mach fertig. Ich muss weinen wegen Zwiebeln. Leute, wir haben das Wichtigste vergessen. Was? Wir haben gar nicht gesagt, was sie hier heute kocht. Ich koche Reis. Ja. Blau. Blau. Und? Also euer Gericht. Genau. Afghani? Ja, Reis mit Hähnchen. Diese Soße, weißt du, Tauch und Hähnchen kommt zusammen. Mir, du hast schon mal gegessen bei mir. Aber sehr, sehr lecker. Ich sag dir. Also macht ihr Afghani-Essen? Ja. Ja? Voll viele haben das voll gefeiert, was du da gemacht hast. Echt? Mit der Zitrone. Aber richtig. Hier eine brauche ich. Ja. Aha. Das ist noch. Das berühmter Salat. Das ist noch. Ihr lässt mich 5-10 Minuten allein, dann kommst du wieder. Komm, dann sag ich. Was kommt rein? Noch ihr fertig. Echt, der Pico, das ist nicht schön. Nein, was? Ich bin jetzt Kasim. Hast du diese? Sonja, du bist die Traumfrau, schreiben ganz viele. Normal, alle. Irgendwann in 10 Jahren scheinbar. Sonja, immer schön fleißig am Kochen hier. Probier mal, ob's. Ja? Schmatz doch noch. Gibt's immer noch bei deinem Salat. Ja, und? Nur Karpiari, ich weiß nicht. Ach, dann sitzt hier. Ja, guck mal hier. Ey, guck mal, mein Ding. Was? Dein Ding. Meine Hose, hast du Chlorex hier? Gar nichts habe ich. Ja, fahr mir Stützen nach morgen. Normal. Jeden Tag nach Essen. Ich geh nicht so raus, mir scheißegal. Banane. Ist so. Wie viele Minuten hast du mir gegeben? 10 Minuten. Oder? Fertig. Das bleibt noch jetzt. Halbe Stunde dann. Kasim hat jetzt für uns böse gekocht. Sonja hat nur einen Salat gemacht, dieses faule Stück. Heute war sie nicht so motiviert. Woran lag das? Nein, ich wollte ja. Wir werden demnächst. Bei mir zu Hause ist es 100-mal größer und das sieht dann auch viel krasser für euch aus. Aber bei Kasim feiert ihr das ja auch, wenn wir das hier machen. Sonjas Salat ist hier. Also, dann zähl mal auf, was ist das? Das ist süße.
mit Hähnchenfleisch. Soße. Hähnchenfleisch, Kartoffeln. Genau. Und Tomaten. Tomaten. Schau, Leute, sie mit ihrer schiefen Mund, wenn ich rede, sage ich, geh doch dein Sohn. Okay, Reis. Ja. Was ist das für Reis? Afghanisch? Reis. Okay, was ist das Schwarze? Das ist. Sag auf deine Sprache. Okay. Zeresch, ich verstehe nicht. Okay, gut. Also, wir machen jetzt eine Kostprobe. Ich mache eine Kostprobe, Sonja macht eine Kostprobe. Hinter der Kamera haben wir ja die Anna. Also, ich setze mich sehr gerne auf den Boden, wenn ich esse. Ja, Mann, das. Bayram, Bayram. Okay, dann soll er erstmal selbst probieren. Dann sage ich. Ich kenne das. Normalerweise kenne ich das mit Rindfleisch. Mhm. Ist gut. Oh, das Hähnchen ist sehr schön weich. Das hast du gut gemacht, Johnny. Das schmeckt. 1A. Der Junge weiß, wie man würzt. Probier mal, Papa. Besser als mein Essen? Oh. Nein. Für mich gibt's nicht besser. Doch, dein schmeckt geil, das schmeckt auch geil, so verschieden, weißt du? Na ehrlich. Zu scharf. Zu scharf? Ich hab dir gesagt, mach nicht zu viel. Aber wir lieben scharf. Aber an sich, wie schmeckt? Ja, Baba, aber zu scharf. Das ist für mich gar nicht scharf. Für mich auch nicht. Nee? Also ich sag euch eine Sache, an Ramadan, Leute. Hier, jetzt sag ich mal. Warte. An Ramadan haben wir, zu Sahur hat er das mit Rindfleisch immer gemacht. Aber richtig scharf. Weißt du noch? Das ist schon geiles Essen. Das Hähnchen fällt einfach vom Knochen runter. Das ist scharf. Das ist nicht scharf. Gefällt dir, gell? Du magst doch scharf. Ja, aber nicht so. Ist nicht scharf. So, Anna. Hallo. Ist scharf, sehr scharf. Es geht, nimm so ein bisschen Hähnchen, genau. Glaub mir, ich mach das hier auch da drauf. Das soll aber sauer sein, ne? Ich will nicht. Er macht es echt gut, er würzt das auch sehr gut. Ich hau erstmal einen Schluck runter und dann gibt Feedback. Was ist das? Und noch im Mund alle sagt er eben lecker. Ich hab direkt Soße gekriegt. Auch, ist gut. Ja? Mhm. Ihr habt doch keine Ahnung. Diese sauren Dinge sind krass. Guck mal, wie ich esse. So essen. Ist nicht scharf. Nein, sie lügt. Wenn ich das hier von 1 bis 10 bewerten muss, muss ich eine Sache sagen. Wir mussten in Kaufland, das hatte nur eine halbe Stunde auf, und er hat ganz schnell alles eingekauft und hat das Essen in halbe Stunde, Stunde. Ja, also das Essen hat er schon in halbe Stunde vorbereitet, war fertig. Nur es musste noch mal ein bisschen kochen. Ich gebe echt eine 10 an. Meinst du, dein nächstes Gericht toppt das? Ja? Guck mal, wie ich... Dann sage... Hey Leute, wie ist's? Und dann lügnerisch scharf. Und ballert mal in die Kommentare, was die beiden so oder vielleicht ich auch kochen können. Übrigens, Anna ist aus Ungarn und Amerika, ne? Ja. Du bist in Amerika geboren. Genau. So, sag mal jetzt nochmal für die Leute, wer du bist und wie alt du bist. Ach Mann, also komm. Ich bin Anna. Anastasia, ich bin 21 Jahre jung. Warum denken Leute, du bist 15? Weil ich so aussehe, als wäre ich 15 oder 12. Letztens hat ein Kind zu mir gesagt, du siehst gar nicht aus wie erwachsen. Du siehst aus, als wärst du gerade 12 geworden. Die war vielleicht 7. Sie kann auch mal für uns kochen. Dankeschön. Kasim Baba. Und danke euch auch. Ja, wir danken Kasim Baba für das danke, Essen. Kasim ja, danke. Herr Lerner Saleh. Auf Wiedersehen. Heute. Barabuz.